Einen rhetorischen Schlagabtausch gab es gestern im Walterhaus. Und zwar zwischen dem FPÖ-Abgeordneten Heinz-Christian Strache und dem Nordtiroler ÖVP-Abgeordneten Johannes Rauch. Der Südtiroler Schützenbund wollte von ihnen wissen, wie die Lage Österreichs und Südtirols im zukünftigen Europa aussieht. Konkret ging es dann vor allem um den geplanten Grenzzaun am Brenner und um die doppelte Staatsbürgerschaft. Draußen die Staatsgewalt, diskret im Hintergrund, hatte sie dennoch alles im Überblick. Drinnen heimatbewusste Südtiroler, die vor allem wegen ihm gekommen waren. Heinz-Christian Strache, FPÖ-Klubobmann und Nationalratsabgeordneter in Wien. Voll wurde der Waltersaal trotzdem nicht. 300 Zuhörer maximal, so die Schätzung der Schützen. Strache, wie immer mit markigen Sprüchen unterwegs, sorgte schnell für Applaus. Kaum bis gar keinen gab's für den ÖVP-Nationalratsabgeordneten Johannes Rauch. Von ihm gab's auch keine verbalen Zuckerlein. Der Grenzzaun am Brenner natürlich Thema Nummer 1. Dass sich einige Südtiroler derzeit von der Schutzmacht Österreich im Stich gelassen fühlen, kommentierten die beiden Herren unterschiedlich. Im Gegenteil, die sind im Stich gelassen von Rom und von einer unverantwortlichen italienischen Politik an den italienischen Außengrenzen. Also wünschen tut sich das niemand, aber es kann eine Notwendigkeit werden. Und diese Notwendigkeit würde dann aufzeigen, dass es leider nach wie vor eine Grenze gibt durch Tirol, die wir nicht wollen. Man kann da nur um Verständnis plädieren. Natürlich sind es gerade für die Europaregion Tirol große Herausforderungen, die es jetzt zu meistern gibt. Aber solange die EU-Außengrenze nicht funktioniert, bitte einmal um Verständnis, dass wir als Republik Österreich unsere Grenzen sichern müssen. Und Strache präsentierte auch gleich einen Alternativvorschlag. Italien hätte einfach nur endlich die Grenzen sicherstellen müssen und der Landeshauptmann Kompatscher hätte auch sicherstellen können, wenn er schon von der Region Tirol redet, zu sagen, na dann kontrollieren wir die Welsch-Tiroler Grenze. Also ich habe keine Initiative in dieser Richtung gehört. Dass der Grenzzaun kommt, hat Südtirol erst später erfahren. War die Beziehung Südtirol-Wien schon mal besser? Ich glaube, der Landeshauptmann Kompatscher ist sehr, sehr gut vernetzt mit Wien, auch mit dem Günter Platter, mit unserem Landeshauptmann. Und ich gehe mal davon aus, dass man, wenn man was wissen will, und ich glaube, er hat das also sicher gewusst, also Geheimnis war sicher keines, dass Österreich jetzt Grenzmanagementmaßnahmen plant. Als das Publikum mit den Fragen dran war, ging es vor allem um die doppelte Staatsbürgerschaft. Während der ÖVPler abwiegelte... Das ist eben politische Realität, dass derzeit, glaube ich, keine Mehrheit für diese Doppelstaatsbürgerschaft vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe vollstes Verständnis. Versprach Heinz-Christian Strache, die doppelte Staatsbürgerschaft ins Koalitionsabkommen einzufügen, sollte er mit seiner FPÖ Regierungsmacht erlangen. Beantragen werden sie viele, zeigt er sich überzeugt. Wenn das rechtlich möglich wäre, bin ich davon überzeugt, wären das deutlich über 50% aller Südtiroler, die den Antrag stellen würden. Ich gehe von bis zu 70% und mehr aus. Ein Abend voller Versprechen, zumindest von Strache. Die Südtiroler Bühne wusste er jedenfalls für sich zu nutzen.